Erwachsene, deren Träume schon längst verblasst sind, zeugen oft ohne irgendwelche Hintergedanken Kinder. Die kleinen Racker spielen sich vollkommen überraschend nach dem Vorbild ihrer Eltern und laufen von Aufführungen zu Wettbewerben und hin zu Castingshows. Natürlich wacht der Staat mit Sorge über diese Kinder und erlässt zahlreiche Auflagen, also Auflädchen, doch er kann den unstillbaren Durst der jungen Stars nicht entgegenwirken. Und sobald dann die Masse den Kindern entgegenklatscht, ist ihre Kindheit auch schon vorbei. Hallo liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Prodigy Monologize herzlich willkommen. Heute Kinderstars. Und was dann? Schulpsychologen sind der Meinung, dass Kinder verschiedene Stadien in ihrer Kindheit durchleben sollen. Sie sollen schlafen, spielen, sich mit anderen Kindern messen und austauschen und ihre Kindheit genießen. Pustekuchen. Natürlich wollen Eltern für ihre Kinder nur das Beste und dabei zählen weder eigene Träume noch das zukünftige Geld. Sie lassen die kleinen Rabauken also nur gewähren, wenn diese auch unbedingt wollen. Kinder von heute wollen aus eigenem Antrieb täglich mehrere Stunden Musikinstrumente üben, Gesangstraining absolvieren, ins Fitnesscenter gehen, sich von Meerrettich ernähren und auf heißen Herdplatten tanzen. Solche Spielereien werden die Kinder mit Sicherheit nicht von ihren Eltern aufgezwungen. Niemals. Nur früher wollten die Kinder Feuerwehrmann, Baggerfahrer oder vielleicht Prinzessin werden. Heute ist alles anders. Heute träumen die disziplinierten Babys zum Unverständnis ihrer Eltern von Laufstegen, von Büchern auf ihren Kopf, von Tanzchoreografien und von Joggingpfaden. Kinder sind eben die wahren disziplinierten Perfektionisten und der Erfolg ist quasi garantiert. Die frisch gebackenen Stars verdienen im Jahr bald mehr als andere Menschen mit ehrlicher Arbeit in ihrem ganzen Leben, tätigen mit ihren Handys Börsengeschäfte, verhandeln mit Topmanagern und feuern zu dick gewordene Background-Tänzerinnen. Natürlich muss das hart verdiente Geld auch verwaltet werden, wozu sich die Eltern meist nur nach mehrmaligen Aufforderungen widerwillig bereit erklären. Wenigstens können so die Quälgeister ein wenig die aufopfernden Jahre der Erziehung zurückzahlen. Um sich der unangenehmen Geldverwaltung zu stellen, müssen die Erziehungsberechtigten verständlicherweise zumindest einige Uhren, Pelzmäntel, Autos, Wohnungen und Häuser für sich kaufen. Die Jugend muss so lange als irgend möglich hinausgezögert werden und bald schreien die kleinen Racker um Botox-Behandlung und Brustvergrößerung, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Anschließend brauchen sie nur noch einen guten Psychologen, denn ohne richtiges Trauma ist man auch kein richtiger Star. Die Eltern nehmen die Danksagungen demütig entgegen, bemerken, dass das mit der Kindererziehung wohl nie enden wird und mimen die Bösen, damit ihre Kinder weiterhin in den Medien bleiben. Sie sind skeptisch? Also bitte. Wäre das nicht der richtige Weg, dann würden Politiker und Organisationen dieser Welt sofort aufschreien. Ist ja nicht so, dass die etwas daran verdienen. Auf die Politiker kann man sich eben verlassen. Kinderarbeit ist in und stellt die typische Win-Win-Situation dar. Naja, also bis auf die Kinder. Unsere Kinderstars werden schließlich volljährig und müssen ihre Weichen neu stellen. Eine glanzhafte Zukunft steht ihnen bevor. Nur die besonders Untalentierten schaffen es nicht, ihren Ruhm über die Zeit zu retten. Doch das macht nichts. Welcher Erwachsene sehnt sich bitte nach Ruhm, dem Rampenlicht und dem ganzen Vermögen, wenn er das alles schon in seiner Kindheit hatte? Endlich einmal richtig arbeiten und in der Gosse leben. Die erfolgreichen Kinderstars müssen sich nur mit dem einen Problem auseinandersetzen, dass sie schon alles hatten, was andere Menschen haben können. Naja, bis auf ausgereifte Emotionen und eine Kindheit. Wäre doch großartig, wenn das meine einzigen Probleme wären. Wäre es nicht. Die Stars müssen sich jetzt nur noch utopische Ziele setzen und schon kann der Rest ihres Lebens beginnen, indem sie versuchen werden, ihre Kindheit nachzuholen. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es ja immer noch Drogen. Dass das System funktioniert, sehen wir an Stars wie Whitney Spears, Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Miley Cyrus alias Hannah Montana, Macaulay Culkin alias Kevin allein zu Hause, Jake Lloyd alias Anakin Skywalker, Haley Joel Osment, jetzt sieht er immer tote Menschen, wenn er in den Spiegel schaut, Augustus T. Jones alias Jake Harper, Edward Furlong alias John Connor. Und gerade Michael Jackson ist der lebende Beweis, dass sich die Folter in der Kindheit ausgezahlt hat. Rechts oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, links oben kommt ihr zu meiner Playlist, ein Daumen nach oben hilft immer und wer einen Verlag für das beste Buch der Welt kennt, bitte einfach melden.
Sodann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.